Tag, Weidmannsheil, Donnerstag, der 7. September. Ich grüße Sie sehr herzlich aus Pommern. Wir stehen hier vor unserem Jagdhaus mitten im Revier. Und der Dennis, mein Regisseur, hat sich ja Tolles ausgedacht, mich hier in die pralle Sonne zu stellen. Ich hoffe, ich komme schnell durch mit der Moderation. Ja, es ist bullig heiß für September. Wir hatten gestern, wie wir zur Abendpirsch rausgefahren sind, 27 Grad. Heute Morgen 15 Grad, nachmittags ist es heiß, morgens ist es warm. Entsprechend ist auch die Brunft sehr verhalten. Heute Morgen hat der erste Jäger wirklich von Regenbrunftbetrieb erzählt, auch von röhrenden Hirschen. Und es ist ihnen aufgefallen, dass wir ihnen noch keine gezeigt haben, keine röhrenden Hirsche. Es ist wirklich noch mit der Brunft sehr verhalten. Ich denke, mit Sicherheit wetterbedingt wird es ein bisschen später losgehen. Aber darum ist es ja das Videotagebuch mit Datum authentisch. Gehen Sie doch mal ein Jahr zurück, ein paar Jahre zurück und schauen Sie zu diesem Tag, was wir Ihnen da gezeigt haben. Da war hochaktive Brunft. Das ist eigentlich ein super Termin. Na, so ist es in der Natur. Bevor ich jetzt weiter grille in der Sonne, möchte ich Sie einfach gleich in den Jagdfilm reinführen. Ich bin mit Jens unterwegs und wir hatten eine tolle Jagd und die will ich Ihnen jetzt zeigen. Ja, Weidmannsheil, Jens, dein zweiter Rothirsch. Weidmannsdank, Jörg. Ja, ich kann mein Glück noch gar nicht wirklich fassen. Ich bin fast sprachlos, weil das jetzt bereits der zweite Hirsch hier liegt. Ich dieses unglaubliche Glück habe, Hubertus mir dieses Geschenk macht. Auch nachdem ich Jagdreisen erlebt habe, wo ich dieses Jagdglück nicht hatte, ich das Ort völlig normal angesehen habe und jetzt mir dieses Glück in Folge zuteil wird, das berührt mich ungemein. Es ist ein guter Hirsch, es ist ein alter Hirsch. Wir hatten heute viel Zeit zum Ansprechen. Wir hatten guten Anblick. Bei bestem Büchsenlicht konnten wir tatsächlich erst Rotwild austreten sehen. Drei Stück Spießer, Rotspießer, ein weibliches Stück. Und es dauert auch gar nicht so lange, bis dann dieser Hirsch austrat und ja, und er passte sofort, war perfekt. Jacek sagte mir, mach dich fertig, ich hatte alle Zeit der Welt, kann den Schuss ruhig antragen. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ja, wir haben jetzt einen tollen Abschluss gefunden und ja, da geht mir jetzt viel durch den Kopf und ich werde mich Zeit nehmen, damit umzugehen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Jacek, meinem Yachtführer, der das so toll macht und mich wirklich gut geführt hat. Dankeschön. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Ja, Jens, du hast die richtigen Worte gefunden. Kräftiges Weidmannsheil. Bevor wir jetzt zum nächsten Film von Dennis und seinem Jagdfilm kommen, machen wir jetzt mal das Gewinnspiel und sagen, Moritz, du bist dran. Heute geht es um die Klassifizierung. Danke Moritz, vielen Dank für die Vorstellung dieses interessanten Eissprossenzähners. Das war der erste Hirsch des Erlegers, der sich sehr, sehr darüber gefreut habe. Ich habe es gefilmt, Sie haben es im Videotagebuch gesehen. Es geschah in der Oberförsterei Schawowo und der Erleger steht nicht weit von mir. Gewinnspiel heißt auch Gewinne. Unter anderem gibt es einen Partner wie die Firma Deer Hunter, mit der wir schon so lange verbunden sind, freundschaftlich verbunden sind. Und in diesem Jahr stellen sie einen tollen Preis zur Verfügung, den sie gewinnen können. Und zwar die Ram Arctic Drückjagdjacke. Klasse Jacke. Wir haben sie alle. Sie sitzt gut für die Drückjagd. Man kommt gut in Anschlag, ist warm genug, aber auch nicht zu warm. Also, weil man sich auch bei der Drückjagd noch manchmal bewegen muss. Optimal. Sollten Sie sich unbedingt anschauen, beziehungsweise spielen Sie mit und gewinnen Sie die Jacke. Ist ja noch das günstigste von allen Varianten. Insgesamt, Deer Hunter, wir tragen bei der Messe Deer Hunter, wir tragen bei der Jagd Deer Hunter, weil wir einfach der Meinung sind, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist eine Funktionskleidung, man sieht ordentlich gekleidet aus und es ist noch bezahlbar. Ich glaube, das ist auch Ihr Sinn, sich so einzukleiden. Nun kommen wir aber
zum nächsten Film, beziehungsweise ich frage mal Dennis, was war denn bei euch so los? Ja, Waldmanns Heil, Jörg. Wie du schon gesagt hast, es ist wirklich bullig warm und auf der Fläche meldet der Hirsch gar nicht. Wir sind aber dicht dran. Im Bestand ist er immer am Melden und ich zeige dir jetzt einmal unsere Frühpirsch. Nachdem wir es im Dunkeln erfolglos an zwei anderen Flächen versucht haben, gehen wir jetzt hinter die Bahnlinie. Doch bevor wir zur Kanzel kommen, versperrt uns Rotwild den Weg. Zwei junge Hirsche sind es und wir müssen warten, bis diese von der Bühne verschwunden sind. An derselben Stelle, an der nun die beiden Hirsche stehen, vermuten wir auch einen älteren Hirsch. In den letzten Tagen ist dieser immer wieder mit seinem Kahlwildrudel dort in den Bestand gezogen. Als die jungen Hirsche endlich von der Bildfläche verschwinden, hirschen wir weiter zur Kanzel. Und tatsächlich, dort steht der gesuchte Hirsch mit seinem Kahlwildrudel. Der Wind steht ungünstig, weshalb wir eins der Kanzelfenster schließen. Der alte Recke ist die ganze Zeit bemüht, sein Rudel beisammen zu halten. Holger hat sich eingerichtet und es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Noch steht das Rudel auf ca. 200 Meter. Das sich ständig bewegende Rudel, die 200 Meter und das hohe Gras und Schilf sind einfach zu viel, um einen sicheren Schuss antragen zu können. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu beobachten, wie das Leittier heute an der gegenüberliegenden Stelle einwechselt. Wir beschließen, es heute Abend nochmal an dieser Stelle zu versuchen. Auch bei Dennis und Holger eine spannende Jagd. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen da klappen. Sie können ja dabei sein, indem Sie die weiteren Folgen schauen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt aus dieser Sonne in den Schatten zurückziehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, freue mich auf Sie. Bis morgen. Waldmanns Heil.